Hallo liebe Freunde von Dr. University und schön, dass du heute da bist zu einem neuen Interview mit einer besonderen Gästin. Ich freue mich so sehr auf die Sabine von Doc2B. Sabine ist wirklich eine besondere Gästin, denn sie hat einen anderen Weg geschlagen als Ärztin. Ich lasse es einfach, sie erzählt euch die Geschichte, es ist aber eine sehr spannende Geschichte. Sabine, herzlich willkommen bei uns. Hi. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen. Sabine, wir steigen gleich ein. Könntest du uns ein bisschen was über dich erzählen? Wo stehst du heute? Wo stehe ich heute? Ich stehe mitten in meiner Selbstständigkeit sozusagen, genau in der Umbruchssituation von Konzeption, Planung, Testkunden und dem Übergang zum Großauffahren. Ich bin mit Unis im Gespräch, ich bin mit Krankenhäusern im Gespräch, ich bin mit großen Organisationen im Gespräch, um zu gucken, wie man meine Message und meine Überzeugung davon, dass wir den geilsten Job der Welt haben und dass wir den auch auf Dauer mit Freude machen können, wie wir das raus in die Welt kriegen. Cool. Also das ist schon jetzt quasi eine Jetzt-Aufnahme. Dann gehen wir einfach in eine Zeitreise und kehren wir so ein bisschen zurück. Sabine, warum hast du dich dann vor Jahren dafür entschieden, Ärztin zu werden? Aus allen Berufen der Welt. Warum dann Ärztin? Ganz ehrlich, ich wollte nie Ärztin werden. Ich wollte immer Tierärztin werden. Ich glaube, so wie jedes kleine Mädchen, irgendwie ab ihrem vierten Geburtstag oder so sagt, sie will Tierärztin werden, wollte ich immer Tierärztin werden. Und habe dann auch bei einem Tierarzt nebenbei gejobbt, seit ich 13 oder 14 war. Und habe dann neben dem Studium festgestellt, okay, das ist, neben dem Studium, neben der Schule festgestellt, das ist ganz nett, aber ich mag Menschen viel, nicht viel lieber, aber ich finde sie spannend, weil sie neben dem, wie funktioniert der Körper, auch noch dieses, wie funktioniert der Geist haben. Ja. Und dieses, es gibt irgendwie ein Zitat von einem Schriftsteller, der Name fällt mir gerade nicht ein, das ist so, was die Welt im Inneren zusammenhält. Und bei mir ist es so, was hält den Menschen im Inneren zusammen, was macht ihn aus? Das ist das, was mich unglaublich fasziniert. Und ich bin dann parallel zur Schule zum Roten Kreuz gegangen, bin dort Sanitäterin und dann Notfallsanitäterin geworden. Und daraus hat sich dann dieser Wunsch sozusagen geschiftet. Das medizinische Interesse ist geblieben, aber das Säugetier hat sich verändert. Schön. Spannend. Wie war dann das Studium für dich? Und kamst du einfach rein ins Studium oder war das auch schwierig? Ich bin in Wien zur Schule gegangen. Also ich bin in Österreich aufgewachsen, geboren und aufgewachsen. Habe in Wien meine Matura gemacht. Das ist so das Pendant zum Abitur sozusagen. Aber mit dem Unterschied, dass wir keine Numerus Clausus haben, weil sich unsere Maturanoten ausschließlich aus diesem letzten Prüfungstag, Prüfungswoche sozusagen zusammensetzen. Daher gibt es bei uns keine Numerus Clausus, sondern eine Aufnahmeprüfung. Und zu dieser Aufnahmeprüfung bin ich hingegangen nach einem Nachtdienst, völlig übermüdet und eigentlich ganz entspannt, mit gar nichts gerechnet und stand dann eigentlich vor dem Problem, dass ich zwei Studienplätze sozusagen habe und dass ich einen wieder abgeben darf und muss. Und habe mich dann sozusagen erst endgültig entschieden, als ich gesehen habe, dass ich einfach nicht beides parallel studieren kann, weil das zeitlich einfach nicht funktioniert hätte. Interessant. Wie war dann das Studium für dich? Denn ich habe bis jetzt mehrere Ärztinnen und Ärzte eigentlich interviewt und ich sah immer zwei Varianten. Die einen haben wirklich ein wunderschönes Leben erlebt an der Uni und es war alles sehr schön und die anderen haben wirklich ein schweres Leben. Ich gehöre zu denjenigen, die wirklich ein sehr schweres Leben hatten während des Studiums. Und ich müsste mich an viel anpassen. Ja und nein. Mhm. Im Nachhinein würde ich sagen, ich habe in der Uni nie zu so einer richtigen Studienclique dazugehört. Das kam erst relativ spät. Den Anfang habe ich so ein bisschen als Einzelkämpferin sozusagen gemacht, obwohl das überhaupt nicht mein Typ ist eigentlich. Ich hatte immer wieder so Kontaktpunkte. Also ich habe Leute, die ich in der Uni getroffen habe zum Lernen. Ich habe Leute gehabt, die unterschiedlich gelernt haben, mit denen ich Mittag gegessen habe oder so. Aber ganz generell habe ich einfach nebenbei mein Studium selbst finanziert. Ich habe zwar Unterstützung von meinen Eltern ein bisschen bekommen, aber ich habe nebenbei immer gearbeitet. Und ich war ganz, ganz viel im Rettungsdienst tätig, freiwillig. Das heißt, im Nachhinein würde ich fast sagen, habe ich das Studium eher so nebenbei betrieben. Das stimmt nicht, weil es hat schon viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber es hatte immer ganz klare Zeitslots, die zwischen Diensten und Privatleben war. Ich habe während des Studiums dann auch geheiratet und dann nach Abschluss meines vierten Studienjahres dann meinen Sohn bekommen.
Das heißt, andere, die so typisch Studentenleben habe ich gehabt. Aber hatte ich eine schöne Zeit? Ja, total. Ich hatte eine unglaublich schöne Zeit. Und ich habe gerade gegen Ende dann auch gemerkt, dass ich nicht mehr reinpasse. Also so vom Identitätsgefühl, dass ich einfach mit diesem Studentendasein fertig bin und der neue Schritt einfach dran ist. Das habe ich irgendwann auch gespürt. Dann war es Zeit, das Ganze fertig zu kriegen. Es ist immer wieder krass zu sehen, denn mein einziger Job war einfach, im Studium durchzukommen, und ich habe es als sehr schwer erlebt. Und dann sehe ich so Persönlichkeiten so wie du, die ganz viel eigentlich hatten und das Studium so nebenbei gemacht haben und trotzdem, also es ist wirklich die eigene Perspektive und was man so mit sich bringt und nicht die Sache, die eigentlich einfach schwer oder einfach ist. Das ist so eine Frage, die immer wieder kommt. Ist Medizinstudium schwer, einfach? Nein, es hängt von dir ab. Es hängt von dir ab, und ich finde tatsächlich, ist die Frage, ist das Medizinstudium schwer oder nicht, vielmehr die Frage, wie viel Sitzfleisch hast du, wie viel Disziplin hast du, dich hinzusetzen und diese Sachen in dein Hirn reinzuprügeln. Ja? Ich finde, das ist das Entscheidende. Hast du so viel Bock auf diesen Job und bist du davon so überzeugt, dass es dich durchtreibt durch 6 Jahre lang hinsetzen und lernen? Das ist das Ding. Und ich glaube, was allen bewusst sein muss, ist, oder sollte, ist, dass du nach dem Studium bist du Akademiker. Nach dem Studium bist du naturwissenschaftlicher Arzt. Und das hat, finde ich, noch nicht viel mit dem Beruf zu tun. Also du bist, finde ich, nach dem Studium nicht auf den Beruf vorbereitet, auf dein Leben als Arzt. Du hast die Grundlage, auf der du dann das praktische Arztsein aufbauen kannst. Und ich glaube, da liegt auch viele Probleme zugrunde, die wir haben und die viele junge Ärzte haben, dass sie glauben und auch von sich erwarten, dass wenn sie ihr Studium abgeschlossen haben, ihre Approbation in der Hand haben, dass sie dann fertig sind. Die halt einfach nicht. Das hast du so schön gesagt, ja. Also ich empfehle jedem, der das gesehen hat, das nochmal zu wiederholen und sich nochmal anzuhören. Denn ich habe definitiv so gedacht. Und so generell, das Leben läuft nie so, dass irgendwas fertig wird. Das Leben ist ja Wandel. Und wenn irgendwas fertig ist, dann bist du tot. Dann ist es schon fertig. Dann ist es fertig. Ja, das aber stimmt. Irgendwie denken Medizinstudenten, genauso wie du es gesagt hast, dass es nach dem Studium irgendwie fertig ist, dass man alles, also alles kann. Irgendwie fühlt man sich also so, ja, weil man so viel gelernt hat. Aber ja. So schön. Okay, Sabine, eine der am häufigsten gestellten Fragen, die ich immer wieder bekomme, wie entscheide ich mich für ein Fach? Und wie gehe ich dahin? Oder ich habe zwei irgendwie Fächer, die ich beide gleich liebe und mag. Wie entscheide ich mich? Wie hast du dich entschieden? Für mich waren es auch immer zwei Bereiche, die mich wahnsinnig interessiert haben. Das eine war Neonatologie und das andere war Notaufnahme. Das liegt relativ weit auseinander. Und ich glaube, manchmal entscheidet das Leben das für einen sozusagen. In gewisser Art und Weise, auch wenn das eine Aussage ist, die man nicht oft von mir hören wird, weil ich wirklich fest davon überzeugt bin, dass wir die 99% der Dinge selbst in der Hand haben. In meinem Fall hat es sich aber deswegen entschieden, weil der Mentor, den ich auf der Neonatologie hatte, dann nicht mehr verfügbar war. Der hat sein Leben in einem privaten Freizeitunfall verloren. Ich liebe Hektik. Und ich liebe es, ganz oft, ganz schnell Vertrauensbeziehungen zu Patienten aufzubauen. Das ist was ich gut kann, und das ist was ich unglaublich gerne mache, ist Menschen in einer Krisensituation, und das sind sie, alle Patienten, die in eine Notaufnahme kommen, sind in einer Ausnahmesituation. Das ist auch sowas, was, glaube ich, vielen Ärzten nicht bewusst ist. Die gucken drauf und sagen, ja, okay, das ist medizinisch nichts los. Stimmt, für den Patienten, der kommt, ist es aber eine Ausnahmesituation, und der ist out of his comfort zone, der ist an einem Punkt, wo er selber sich nicht mehr zu helfen weiß und deswegen in die Notaufnahme kommt. Und die Patienten aufzufangen, abzuholen, kurz einzupacken und mit ihm weiterzugehen zu dem, was er braucht, das ist was ich unglaublich gerne mache. Und ich persönlich mag es auch gerne, kurze Patientenkontakte zu haben. Das heißt, die 1, 2, 3 Stunden bei mir in der Notaufnahme zu haben und dann weiterzugeben, weil sie nach Hause gehen, weil sie auf eine andere Station gehen. In der Zeit intensiv mit ihnen zusammenzuarbeiten, nicht nur so Larifari, sondern wirklich intensive Zeit zu verbringen, die Situation zu verbessern, dieses Detektivspiel von wie funktioniert der Körper und was ist los zu spielen, und wenn ich die Antworten dann habe, dann sie weiterzugeben. Das mag ich wahnsinnig gerne. Und ich persönlich
liebe das Personal in Notaufnahmen. Ich finde, ob das Pflegepersonal, MFAs, Schreibkräfte, alle, mit denen man da zusammenarbeitet, ich nenne sie immer, das ist so die First Line der Medizin, so dieser erste Ball, der irgendwie im Kampf aufeinander trifft. Und ich finde, das ist ein Schlag von Menschen, mit denen ich wahnsinnig gut kann und die ich einfach sehr gerne mag. Die habe ich gerne um mich. Und um ganz kurz deine Frage zu beantworten, wie sucht man seine Fachrichtung aus? Ich glaube, es sind 2 Punkte, 3 Punkte vielleicht. Der erste Punkt ist, was ist die Fachrichtung? Was ist das Themengebiet, das mich interessiert, das mich fasziniert? Das können mehrere sein, aber die mal aufschreiben und sagen, okay, was fasziniert mich? Womit könnte ich mich jeden Tag beschäftigen? In meinem Fall, ich finde OPs unglaublich spannend. Ich finde die toll. Wenn ich sie einmal sehe, beim zweiten Mal bin ich super stolz drauf, dass ich eine Idee habe, was gerade passiert. Und in Wahrheit langweilt es mich ab dem dritten, vierten Mal. Das heißt, für mich war klar, chirurgisch finde ich super spannend, ist aber nicht mein Bereich. Also ich gucke mir an, welche Bereiche sind spannend für mich? Das zweite ist, wie will ich arbeiten? Möchte ich mit Menschen arbeiten? Will ich in einem OP arbeiten? Will ich viel stehen, viel sitzen? Viel unterschiedliche Leute? Eher was mit den Händen tun oder eher reden? Ja, was sind so die Sachen, die ich haben möchte? Und das dritte, glaube ich, ist noch, wie möchte ich, dass mein Leben ausschaut? Möchte ich immer an eine Klinik gebunden sein? Will ich mich niederlassen können? Will ich mal in einem MVZ arbeiten? Will ich selbstständig sein? Will ich auch die Möglichkeit haben, meinen Beruf auszuüben, ohne Wochenenden und Nachtschichten? Was ist mit meinem Privatleben, mit meiner Vorstellung von Familie und Zukunft vielleicht vereinbar? Und ich glaube, wenn man diese 3 Punkte betrachtet, dann, glaube ich, findet man gut sein Fachgebiet, das man haben will. Und was man dann vielleicht noch schauen muss, ist, wo will ich das Ganze ausüben? Dann einfach auch schauen, wo sind die Umstände so, dass ich dort gerne arbeiten möchte. Also ich finde deine Antwort so, so klasse. Denn obwohl du das nicht gesagt hast, aber was du gesagt hast, ist, es ist nicht der Job, es ist nicht die Fachrichtung, sondern du bist der Mittelpunkt eigentlich. Und ich glaube, je jünger man ist, umso mehr ist man auf draußen fokussiert. Und je älter man wird, umso mehr kennt man sich und dann kann die Umgebung für sich wählen, was zu ihm passt, ja. Und deswegen ist die Frage, ist dieser Fach gut oder schlecht, oder es ist irrelevant. Die Frage ist, wer bist du? Was passt zu dir? Was möchtest du? Wie siehst du dich dann in der Zukunft? Und so, also ich bin zum Beispiel so wie du. Ich mag Stress, kurz, extrem und dann wieder entspannen. Ja. Lange Stresszeiten mag ich nicht, zu lange. Ohne auch wird es mir einfach zu langweilig. Also von daher, sich selbst zu kennen, glaube ich, ist die beste Antwort auf diese Frage. Und ich glaube, was da noch dazu kommt, ist auch die Frage, was will ich auf Dauer machen? Also ich werde jetzt 32. Die einen werden sagen, boah, also ne, mein Sohn sagt, boah, Mama, du bist echt schon alt. Andere sagen, ach komm, du hast noch zumindest 30, wenn es nach Pensionsalter geht, wahrscheinlich eher noch 35 oder 40 Jahre Berufsleben vor mir. Und trotzdem, das, was ich an Nachtschichten durchgezogen habe, als ich begonnen habe zu arbeiten, würde ich jetzt in der Form nicht mehr machen wollen. Und wahrscheinlich auch körperlich gar nicht mehr in der Form können, wenn ich genug Energie für mein Privatleben und für meine Freizeit überhaben will. Und ich glaube, das ist auch was, was ich vielleicht nicht außer Acht lassen darf. Und ich glaube, gesund ist es aber dann, wenn es ein gutes Gleichgewicht gibt zwischen Privatleben und zwischen Job. Und da habe ich letzte Woche mit einem Freund geredet und der hat irgendwie gesagt, oh, mich fragen immer alle nach Work-Life-Balance und ich finde diesen Begriff so scheiße. Weil ich will ja gar keinen Job haben, von dem ich noch ein paar Stunden mehr Freizeit brauche, um das irgendwie auszugleichen, sondern ich will ja, dass das eine Einheit ist. Und ich finde, das ist was, für mich ist Arzt sein kein Job. Also es ist nicht so, dass ich da hingehe und dann bin ich Arzt und dann ziehe ich mich um und dann bin ich kein Arzt mehr. Sondern Arzt sein ist ein Teil von meiner Identität und das bin ich 24 Stunden am Tag. Und manchmal bin ich im Dienst und manchmal bin ich es nicht. Und in meinem Job, in meinem Beruf bekleide ich nochmal eine Funktion und eine Stelle und eine Rolle in gewisser Art und Weise, aber immer mit meiner Identität. Und das, finde ich, muss zusammenpassen. Wenn ich mich verstellen muss bei der Arbeit, wenn ich bei der Arbeit jemand anderer sein muss, dann kann das nicht gesund sein. Wow, so tief. Ich sage dir eins. Hätte ich dich jetzt zugehört, bevor ich 30 geworden bin, hätte ich gedacht, ach, das glaube ich nicht einfach so mit den Nachtdiensten und mit dem sich verstellen. Aber jetzt weiß ich,
Das ist total stimmt, ja. Ich kann nicht mehr, also früher Nachtdienste, Woche, manchmal 2 Wochen, nur Nachtdienste, gar kein Problem. Am nächsten Tag aufgewacht, weitergemacht, manchmal auch ohne Schlaf. Und jetzt, wenn mir ein paar Stunden manchmal fehlen, es ist schon anstrengend. Und zwar für eine ganze Woche manchmal. Also es ist schon sehr, sehr relevant, das, was du sagst. Ja, und wir erwarten von uns immer, dass es funktioniert. Und ich traue mich im Rückblick gar nicht zu sagen, ob es mir wirklich gut ging die ganze Zeit. So wie du sagst, ne, wir haben einfach weitergemacht, wir haben Nachtdienst gehabt und den Tag davor und danach normal gelebt, als hätten wir in der Nacht geschlafen. Und ja, das ging. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es wirklich gut ging oder ob wir es nur einfach gemacht haben, weil wir das von uns selber erwartet haben. Ich merke jetzt, dass ich mir die Pausen nehme und dass ich aber auch merke, ich bin geduldiger mit meinem Kind zum Beispiel, aber auch mit Freunden. Ich habe mehr Ruhe, denen zuzuhören. Ich bin beim Einkaufen geordneter und strukturierter, wenn ich genug geschlafen habe. Und genauso merke ich das auch bei der Arbeit. Habe ich 2, 3 Nachtdienste in Folge und dazwischen nicht genug Ruhe gehabt, dann merke ich, dass ich mit meinen Patienten ungeduldiger bin, dass ich mit meinen Kollegen ungeduldiger bin, dass ich irgendwie zweimal von hier nach da laufe, weil ich irgendwie doch was vergessen habe oder so. Und ich glaube, das sind Dinge, die man ruhig auch mal sagen darf, dass dieser Job anstrengend ist. Es ist anstrengend, es ist belastend und diese Dinge lässt man auch nicht da, wenn man sich umzieht, sondern diese körperliche, seelische, emotionale Belastung, und damit meine ich jetzt noch gar nicht, boah, ich bin traurig, ich nehme Schicksale mit nach Hause, sondern einfach das Stressniveau und das Cortisonniveau und das Adrenalinniveau, das wir einfach haben, das sind Dinge, die Auswirkungen haben und das gehört eben auch dazu, wenn ich sage, du bist nicht nur von 9 bis 17 Uhr Arzt. Und dann bist du wieder nicht Arzt, sondern das ist ein Teil von dir. Und da muss das Gesamtkonstrukt deines Lebens dazu passen und zusammenpassen. Ja. Ich finde es auch, man hört ja immer wieder, wir haben es ja immer so gemacht vorher ging es und so weiter. Sehr spannend, was du gesagt hast. Also ich bin ein großer Fan von Journaling und jetzt seit 4 Jahren schreibe ich jeden Tag. Und ich habe mich verfolgt und Menschen sind unterschiedlich. Ich habe bei mir festgestellt zum Beispiel, dass meine Obergrenze bei 6 Tagen liegt. Wenn ich mehr als 6 Tage arbeite, steigt das Risiko enorm, dass ich einen Fehler mache. Wer Coole hat dann, Selbstreflexion. ja, wer hat dann sowas gemacht? Ja, also die Leute, die uns vortragen immer wieder, dass es früher möglich war und so weiter. Wo sind dann die Studien, wo sie verfolgt haben, wie viele Fehler sie gemacht haben? Gibt's nicht. Wir wissen gar nicht. Das ist wirklich, also was so manchmal propagiert wird und vorgelebt wird, dass man nicht so weich sein soll und es durchziehen und früher haben wir es gemacht und so weiter. Ja, aber mit welchem Ergebnis? Ich kann dir ein Ergebnis sagen. Also ich kann dir natürlich nicht sagen, wie viele Fehler es gegeben hat, aber das Ergebnis, was ich dir sagen kann, ist, Ärzte haben im Vergleich mitunter die höchste Rate an Suchterkrankungen, an Depressionen, an Burnout und an Selbstmorden. Das wird nicht daran liegen, dass sie das so geil fanden oder dass es so gesund für sie war. Ich habe letzte Woche eine Pressekonferenz gesehen von der Deutschen Gemeinschaft für Intensiv- und Notfallmedizin, die auch so ein bisschen eine Perspektive darauf gegeben hat, wie so die Entwicklung sein wird. Und die sagen, dass mehr als die Hälfte der jungen Ärzte und Pflegepersonal überlegen oder planen ganz konkret, in den nächsten Jahren den Job zu wechseln. Und ich glaube, ein Viertel, 20% oder ein Viertel, überlegen sogar nicht nur einen Jobwechsel, sondern einen Berufswechsel. Und das ist enorm. Das ist einfach enorm und ich finde es unglaublich schade, weil ich komme noch mal auf den Punkt zurück. Wir haben so einen geilen Job. Ich liebe meinen Job. Weil einfach nur zu sagen, das System ist schuld und alle anderen sind schuld, funktioniert halt nicht. Also wir haben schon ganz viel selber Einfluss darauf, ob wir das mitspielen, wie weit wir das mitspielen und vor allem in dem Rahmen, der gegeben ist, wie wir uns da drin selber behandeln und wie wir uns da drin selber bewegen. Das ist was in unserer Macht und in unserer Entscheidung liegt. Und das klingt im ersten Moment so nach,
wir setzen uns alle in den Kreis, zünden Räucherstäbchen an und reden uns die Welt schön, aber das ist es nicht. Und ich finde es total cool, dass du Journaling ansprichst, weil das etwas ist, von dem man nachgewiesen weiß, dass es das Risiko für Depressionen, für Suchterkrankungen, für Suizid, tralalala, senkt. Nämlich sich mit sich selbst zu beschäftigen, sich mit seiner psychischen Gesundheit zu beschäftigen, sich Zeit für sich zu nehmen und zu reflektieren. Das ist nachweislich nützlich. Und trotzdem wird es gerade von Ärzten ganz oft abgetan als diese weichen Dinge, die brauchen wir alle nicht, weil wir sind so super hart. Ja, am Arsch. So. Ja, leider. Gibt es ein Zitat auch dazu, fällt mir jetzt ein, zu dem, was du sagst, von Jim Rohn. Jim Rohn sagt, wenn die Dinge dir nicht gefallen, ändere sie. Du bist kein Baum. Ja, ja, stimmt. Ja. Ich habe so ein ähnliches Zitat von meinem Mentor sozusagen im Coaching gehört. Also ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, eine lange. Und da war immer so die Sache, versuch immer der Lichtschalter zu sein. Ja, die Glühbirne hat nur die Möglichkeit, komm Strom, leuchtet sie. Und der Lichtschalter ist der, der entscheiden kann, was er möchte. Möchte er leiten oder möchte er nicht leiten? Und daher, wenn du die Wahl hast, sei lieber der Lichtschalter als die Glühbirne. Und das finde ich ganz schön. Es ist immer meine Entscheidung, was ich draus mache. Und es ist meine Verantwortung, was draus zu machen. Wenn man es ausprobiert und es geht einfach nicht, ja, okay, dann muss ich die Konsequenz draus ziehen und mir einen anderen Job suchen. Aber ganz am Ende probieren die Leute nicht alles aus. Sie schöpfen ihre eigenen Fähigkeiten nicht wirklich vollständig aus, sondern sie ergeben sich dem System mit so einem, ich kann nichts dafür, ich bin nicht schuld, alle anderen sind schuld, ich bin das Opfer. Und daran gehen sie kaputt. Und irgendwann haben sie wirklich vielleicht gar keine andere Chance mehr, als den Beruf zu wechseln. Und das finde ich total schade, weil ich werde nicht müde, das zu sagen. Wir haben den geilsten Job der Welt. Und dafür lohnt es sich einfach auch mal, vor der eigenen Haustür zu kehren und sich zu überlegen, okay, was kann ich denn, wie kann ich denn meinen Raum gestalten? Ja, jede Sekretärin, jede, ich war letztens Pass neu beantragen beim Amt. Und ich konnte in diesem Zimmer von dieser Beamtin gar nicht richtig reingehen, weil da standen überall Blumen und Fotos und es hangen Bilder von ihren Kindern und alles. Die hat sich ihren Arbeitsplatz schön gemacht im Rahmen von ihren Möglichkeiten. Ja, da stand was Schönes zu trinken und so. Das ist die sehr plakative Variante von ich mache mir meinen Arbeitsalltag schön. Aber auch ich kann als Arzt im Krankenhaus mir meinen Alltag schön machen und mir mein Leben angenehmer und schöner gestalten und leichter machen. Und da geht es nicht darum, sich eine Pflanze wohin zu stellen, sondern eben zum Beispiel sowas wie Psychohygiene zu betreiben, zu journalen, sowas zu machen. Und sich die Skills anzueignen, die die Uni uns nicht beibringt. Ja, 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 dem stimme ich 100% zu. Sabine, erzähl uns dann von einem ersten Jahr als Ärztin. Wann war das und wie war das? Ich habe nach dem Studium angefangen, in einer kardiologisch geführten Notaufnahme in einem Maximalversorgerkrankenhaus in Österreich zu arbeiten und hatte dort den großen Vorteil, dass ich dort schon einen Teil von meinem PJ gemacht habe und mich daher, ich habe schon so ein bisschen die Abläufe gekannt und das gewusst und habe daher ein bisschen, ich würde sagen, ich habe es ein bisschen einfacher gehabt, gleichzeitig aber ein bisschen schwieriger, weil sie auch halt von mir andere Dinge erwartet haben. Ich hatte eine coole Zeit und ich war zwischendurch immer wieder richtig gefordert und richtig an den Grenzen von meiner Komfortzone. Ich kann mich erinnern, in meinem zweiten oder dritten Nachtdienst ruft mich eine Schwester an und sagt, oh, da in dem Zimmer, da ist ein Patient, der hat ein bisschen, der hat so Kopfschmerzen und ob der eine Tablette haben darf. So, darf der ein Ibuprofen haben? So. Im Studium, im Privatleben macht man sich da keine Gedanken drüber. Der hat Kopfschmerzen, der soll eine Tablette nehmen, Ende Gelände. Und in dieser Nacht ist mir plötzlich aufgefallen, wie viel Verantwortung auf meinen Schultern lastet. Das war auf einmal bleischwer, weil ich saß dann mit dieser Schwester am Telefon, die einfach nur ein Ja oder Nein erwartet hat und hatte auf einmal im Kopf, okay, der Patient, ja, Ibu, hat er Allergien, weiß ich nicht. Wann haben wir die letzten Nierenwerte angeschaut, weiß ich nicht. Hatte der schon mal ein Magengeschwür, hatte der schon mal eine Blutung, hat der Asthma, hat der dies, hat der jenes und Kopfschmerzen. Kann das sein, dass der was anderes hat als Kopfschmerzen? Hat der einen Risikofaktor für Bluthochdruck, für eine Blutung, für einen Tumor, für irgendwas? Da waren so viele Dinge in meinem Kopf. Das war so ein Punkt, wo ich rückblickend realisiert habe, dass der Berufseinstieg was ganz anderes ist, als Student zu sein und als Privatmensch zu sein. Und das war, glaube ich, ein Punkt, der mich sehr geprägt hat, jetzt auch im Nachhinein, weil ich glaube, dass so einen Punkt viele Ärzte haben,
dass sie irgendwann feststellen, oh ja, ich bin jetzt der, der dran ist und ich bin der, der die Entscheidungen zu treffen hat und ich bin der, den alle angucken, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen. Und ich habe ungefähr das erste Jahr gebraucht, um für mich so meine Tools zusammenzusammeln, um mir zu überlegen, wie gehe ich mit all dem um? Wie gehe ich damit um, dass auf einmal ich einen ganz anderen Tag-Nacht-Rhythmus habe als mein Freund, als meine Freunde, als meine Familie, dass Wochenende nicht immer Wochenende ist, dass Feiertage keine Feiertage sind immer. Das hat ein bisschen gebraucht und ja, dann ging es mir gut. Cool. Also das ist, da kommen wir dazu, weil du hast ja was wirklich sehr, sehr wertvoll da erwähnt mit dem Toolbox, ja, dass man sammeln kann und dass es auch mal besser gehen kann. Ich weiß aber, dass du auch dann später nach Deutschland gekommen bist. Wie war dann der Start in Deutschland? Oh, kennst du dieses Leiternspiel, wo man so bis Zahl 100 kommen muss und dann rutscht man so zurück und muss wieder vom Start anfangen? Genauso war das. Man glaubt es kaum, Deutschland, Österreich liegt ganz nah zusammen, hat die gleiche Sprache, ist demografisch sehr, sehr vergleichbar und es ist so viel anders. Also man glaubt nicht, ja, aber abgesehen davon, alle Medikamente Handelsnamen haben, verwenden wir unterschiedliche Abkürzungen. Ja? In Österreich ist ganz klar, PE ist Pulmonalembolie, in Deutschland schreibst du wo PE hin und alle fragen dich, was es heißt, weil zumindest bei uns im Krankenhaus alle LE geschrieben haben. Ja, Zustand nach, in Deutschland schreiben alle ZN. In Deutschland schreiben alle ST.P. für Status Post. Ja, es sind ganz banale Dinge, die dich aber ganz gut am Anfang Aufmerksamkeit kosten. Die Abläufe waren anders, die Pflege darf andere Dinge, die Zusammenarbeit ist anders. Es war unglaublich spannend und das Spannende, was ich für mich festgestellt habe, ist, dass ich schon so einen gewissen eigenen Stil entwickelt habe in dem Jahr davor und dass ich da zum ersten Mal begonnen habe, mich durchzusetzen. Das heißt, ich habe ein Medikament angeordnet und jemand von der Pflege kam und sagt, du, das machen wir hier eigentlich nicht so, wir machen immer das und das. Und dann hatte ich die Möglichkeit zu sagen, ja, okay. Oder zu sagen, medizinisch interessanter Zugang kann man auch machen und ich möchte aber gerne, dass wir es trotzdem so machen, weil beides fachlich richtig war und beides fachlich einfach völlig vertretbar war. Und da habe ich immer wieder von Kollegen gehört, so dieses, oh Gott, du traust dich, der Pflege zu widersprechen oder so. Und ja. Also es war ganz spannend, da einfach andere, jüngere, aber auch ältere Kollegen zu sehen, die dann immer wieder auf mich zukamen mit so einem, du hast deinen, also im Prinzip war die Message immer, du hast deinen eigenen Kopf. Und ich bin die Erste, die sagt, Leute, ihr lernt von der Pflege. Also an alle Medizinstudenten, die das sehen, schön, dass ihr hier seid, eure größten Verbündeten sind die Pflege. Ganz, ganz, ganz lange. Ja, lernt ihr von der Pflege. Und auf die zu hören, das sind die, die euch den Arsch retten, die ersten Dienste. Und auch, also viele erste Dienste. Und trotzdem darf ich eine andere Meinung haben und darf die dann auch vertreten. Und die Frage ist immer, wie ich das tue und mit welchem Tonfall ich das tue. Und ich habe vorhin gesagt, ich liebe Notaufnahmen und ich liebe die Menschen, die in einer Notaufnahme oder grundsätzlich in Ambulanzen arbeiten, weil es für mich dort immer ein Arbeiten im Team und auf Augenhöhe ist. Und ja, natürlich bin ich die, die am Ende sagen muss, die Verantwortung trägt, wo es lang geht und was zu tun ist. Ich finde, es ist aber ein viel schöneres Miteinanderarbeiten, als es das oft auf Stationen ist. Und das ist der Grund, warum ich Notaufnahmen unglaublich gerne mag. Das ist ein Megapunkt, den möchte ich auch nochmal wirklich betonen, weil ich es auch so gelernt habe zu sehen, durch Erfahrung. Ich vergleiche es immer mit Fußball, ja. Du kannst auch Ronaldo sein. Oder du kannst von mir aus Messi sein, ja. Bester Arzt und beste Ärztin der Welt. Aber ohne ein Team. Es ist sehr schwierig zu gewinnen. Auch wenn du Tore da irgendwie schießt, dann ist es hinten, also dann verlierst du am Ende. Irgendwie, ja. Also bringt's nichts. Du brauchst dein Team. Die sind da. Und mit seinem Team darf man auch manchmal anderer Meinung sein. Und dann kann man beruhend auf sein Wissen, das ist, was ich im ersten Jahr von meinen Kollegen gelernt habe, der mir quasi gezeigt hat, wie man damit umgeht. Du kannst einfach den Leuten erklären,
warum du denkst, was du denkst. Und dann meistens sagen sie, oh, das finde ich spannend. Ja, machen wir das so. Du bist der Arzt. Dann kommt halt so eine Antwort. Und dann ist man einfach auf Augenhöhe. Man hört zu und man spricht. Und das ist wirklich Teamarbeit halt, ja. Du brauchst dein Team. Fun Fact. Mit Kollegen, das funktioniert auch mit Patienten. Ich sehe tatsächlich ganz oft meine Patienten auch als und mich als Team, ja, weil auch meine Patienten kommen und haben die Idee, dass sie jetzt, weil sie einen Zwicken hier haben, jetzt einen Herzinfarkt haben und gehen deswegen in die Notaufnahme. Und wenn ich ihnen dann aber sage, ne, ich untersuche sie, ich stelle ihnen Fragen und dann sage ich, lieber Herr Meier, aus meiner Sicht glaube ich nicht, dass sie einen Herzinfarkt haben, weil das, sondern ich glaube viel eher, dass das eine Interkostalneuralgie ist, weil das. Und wenn ich das erkläre und das noch mit kurzen, einfachen Sätzen, ja, die einfach in der Welt meines Gegenübers ankommen, dann geht der nachher auch raus und hat verstanden, worum es geht, ist seine Angst los, fühlt sich wahrgenommen, fühlt sich ernst genommen, fühlt sich gut behandelt. Und ganz am Ende habe ich unter Anführungszeichen trotzdem nichts Großes mit ihm gemacht. Ja. Und die Frage ist immer, auf welcher Augenhöhe begegne ich Menschen? Und ich würde nie auf die Idee kommen, einen 5-Jährigen mit Fachwörtern und Überheblichem abzuschaseln. Und ich tue es auch bei Erwachsenen nicht. Und wenn ich anfange, meine Patienten als Team zu sehen oder als Partner zu sehen, dann wird die Arbeit viel leichter. Das heißt nicht, dass ich mich nicht drüber ärgere, wenn um 3 in der Nacht irgendjemand mit einem eingewachsenen Zehennagel dasteht. Ja? Keine Frage, finde ich auch doof. Fakt ist aber, der ist dann schon da. Also ich habe die Arbeit schon. Ja? Es ist für mich genau die gleiche Arbeit, ob ich ihn wahrnehme, menschlich und medizinisch, ob ich ihn ernst nehme und er sich nachher gut behandelt fühlt, wenn er wieder geht. Macht für mich 0 Unterschied im Arbeitsaufwand. Aber ich habe ganz viel zu tun mit gut gelaunten Patienten, mit dankbaren Patienten und mit Patienten, die hoffentlich nicht so schnell wiederkommen, weil sie beim nächsten Mal ein bisschen was dazugelernt haben aus meiner Erklärung und vielleicht nicht wiederkommen. Wunderbar. Also ganz kurz da so nur 2 Sachen für diejenigen, die vielleicht ein bisschen mehr haben wollen zu dem Thema, zu dem, was Sabine gesagt hat. Ein Buch fällt mir ein, Wie Ärzte ticken von Jerome Grobman. Ein tolles, tolles Buch, wirklich. Also ich denke, das muss eigentlich schon an der Uni gelehrt werden. Machen sie aber nicht. Werden sie es auch nicht machen, glaube ich, in der Zukunft. Weil da ist ganz viel. Jerome ist ein Onkologe, aber er erzählt ganz viel aus Sicht der Patienten, was er mit Ärzte bespricht. Ja, also wirklich eine Gruppe der besten Ärzte und Ärztinnen in den USA schreiben mit halt in dem Buch. Das ist eins. Und zweitens zum Thema, ich ärgere mich. Ich habe mich auch schon sehr lange geärgert. Aber ich glaube, wir sind Ärzte und Ärzte und wir verstehen. Wenn ich mich ärgere, dann schütte ich einfach Adrenalin und Cortison aus. Und dann spritze ich mich mit giftigen Mitteln tagtäglich. Dazu einfach so eine kleine Empfehlung. Auf YouTube gibt es einen Vortrag von Vera Beckenbiel. Ich liebe Vera. Und der Vortrag heißt Anti-Ärger-Strategien. Kann man vielleicht anwenden, um so ein bisschen wenig vielleicht Ärger oder um sich wenig mit giftigen Mitteln zu spritzen während eines Nachtdienst. Cooler Tipp. Was ich mir da immer wieder vor Augen halte, ist Emotionen, ne, dauern rein physiologisch noch 20 Sekunden. Oder mich weiter gegen sie zu sträuben. Wenn ich mich weiter gegen sie sträube, kann ich meinen Ärger, meinen Frust, meine Traurigkeit, meine Wut ewig hinauszögern. Kann ich tun. Ich kann aber auch sagen, okay, ist so, kann ich nicht ändern, mache ich das Beste draus, weiter geht's. Und es macht das Leben so viel einfacher. So viel einfacher. Und da gehört auch das rein zu dem, was ich sage. Wenn ich mit einer Situation unzufrieden bin, dann muss ich alles tun, um sie zu ändern. Ändere ich es nicht, entscheide ich mich bewusst dafür, die Situation so zu lassen. Und auch das ist meine Entscheidung. Und ich kann sagen, okay, ich finde das System scheiße, und trotzdem ist es der beste Job, den ich haben kann oder will oder was auch immer. Aber dann muss ich aufhören, mich zu beklagen. Weil dann habe ich mich dafür entschieden, nichts zu ändern und in der Situation und in dem System so zu bleiben. Völlig in Ordnung.
aber dann muss ich doch weder meine Energie, meine Lebenszeit, meine Kraft da reinstecken, noch die von meinem Rundherum irgendwie da auch reinstecken, wenn ich persönlich nicht bereit bin, etwas zu ändern. So viel Eigenverantwortung, denke ich, muss man einfach haben. Grundsätzlich als Mensch, als Erwachsener, aber spätestens als Arzt, finde ich, muss man so viel Verantwortung für sich selber einfach übernehmen. So, Sabine, welche Probleme oder welche Herausforderungen haben dich dann dazu bewegt, dein Projekt, ja, Dr. B Mentoring, ins Leben zu rufen? Was hast du gesehen, was du verändern wolltest, und was ist oder wie sieht aus dein Lösungsansatz? Könntest du uns bitte ein bisschen darüber erzählen? Ich habe ja schon erzählt, dass ich einfach immer wieder von anderen Ärzten angesprochen wurde, dass ich Dinge anders mache, ne, dass ich mich anders verhalte, dass ich Dinge anders mache. Das wäre mir selbst so gar nicht aufgefallen. Und da hat sich relativ schnell entwickelt, dass ich schon im PJ einfach Kollegen hatte, die am Heimweg mit mir plaudern wollten oder die mich nach ihrem Dienst angerufen haben und gemeint haben, Sabine, ich hätte gerne deine Meinung dazu, da kann ich dir was erzählen. Du sagst immer so schlaue Sachen. Ich glaube, das war der Satz, der mir von Kathi am meisten hängen geblieben ist. Du sagst immer so schlaue Sachen, die helfen mir weiter. Und ich mir gedacht habe, okay, schön. Das war die eine Seite. Und die zweite Seite war einfach, dass ich gesehen habe, wie großartige Ärzte, großartige Menschen, die fachlich und menschlich top sind, in dem System kaputt gegangen sind. Die Studium geschmissen haben, die Arbeit hingeschmissen haben, die im Burnout gelandet sind, die Beruf gewechselt haben, die nicht mehr als Arzt und Ärztin tätig sind. Und ich gesagt habe, okay, das kann so nicht sein. Und gleichzeitig habe ich gesehen, wie unmenschlich Patienten behandelt werden teilweise. Und nachdem ich überzeugt davon bin, dass heutzutage eigentlich niemand mehr Medizin studiert, weil er glaubt, dass man so leicht an die Unmengen an Kohle kommt, glaube ich, dass wir alle Medizin studieren, weil wir Interesse daran haben. Und ich glaube, wir haben alle eine gute Portion Idealismus und Liebe zum Menschen in uns und wollen arbeiten, also ne, wollen mit Menschen arbeiten, wollen Menschen helfen. Und ich glaube, dass es einfach viel, ne, so die Galle in Zimmer 3 und die Nervige da, dass diese Abwertung von Patienten und dieses Entmenschlichen von Patienten einfach daher kommt, dass wir einfach rauskommen, wie wir mit unseren Patienten umgehen. Und das war so einer der Antriebe, warum ich gesagt habe, ich möchte das gerne ändern. Ja, da gibt es ein paar Schlüsselsituationen, die ich jetzt mit viel Pathos und Tränen in den Augen erzählen könnte. Aber ganz am Ende sind das genau diese Punkte. Ich sehe, wie viel qualifiziertes Personal innerhalb von kürzester Zeit kaputt geht. Pflege, Ärzte, ja, alle, durch alle Berufsgruppen durch, gehen sie kaputt. Und nachdem ich nicht die bin, die in die Politik geht, habe ich gesagt, ich möchte das von unten auf verändern. Ich möchte jeden Einzelnen, der sagt, ich möchte was verändern, ich möchte im Rahmen meiner Möglichkeiten auf mich aufpassen und dadurch mein System verändern. In meinem Handlungsspielraum möchte ich es besser machen und möchte ich mir ein schöneres, leichteres, erfüllteres, erfolgreicheres Leben machen, in dem ich Arzt sein kann und gleichzeitig noch genug Ressourcen überbleiben, auch im Privatleben zu haben und nicht nur nach Hause zu gehen und zu schlafen. Für die habe ich gesagt, möchte ich gerne was verändern. Rausgekommen ist dabei ein Mentoring-Programm, das über 6 Monate geht, das, ich fasse es mal kurz zusammen, als alle die Bereiche abdeckt, die das Studium nicht abdeckt. Alle, mit denen ich geredet habe, die sagen, und ne, das ist so, dass die Essenz des Rauskondensierten von allen Sachen ist, Arzt sein erfordert in Wahrheit 2 Kompetenzen im Alltag. Das ist Kommunizieren und das ist Entscheidungen treffen. Und auf diese beiden Dinge bereitet uns das Studium nicht vor. Und da gehören ganz viele kleine Tipps und Tricks und Tools und Werkzeuge dazu, um sich das Leben einfacher zu machen. Wie kann ich schnell eine Patientenbeziehung aufbauen? Wie kann ich Konflikte mit auf Krawall gebürsteten Oberärzten, Schwestern, Angehörigen, Patienten lösen? Wie kann ich auf mich aufpassen? Wie kann ich mich besser strukturieren im Alltag, im Berufsalltag? Also das sind so ganz viele Dinge, die wir uns anschauen und gleichzeitig, und das finde ich unerlässlich, finde ich, hat es jeder Berufseinsteiger oder jeder Mensch ganz grundsätzlich verdient,
jemanden an seiner Seite zu haben, der ihn unterstützt, mit dem er sprechen kann, der ein offenes Ohr hat, der vielleicht mal eine schlaue Frage oder auch mal eine schlaue Antwort hat und der für ihn, ne, der einfach an der Seitenlinie steht und ihn begleitet. Und gleichzeitig ist es ein Gruppenprogramm. Das heißt, junge Ärzte haben auch sich untereinander, um zu sehen, dass sie nicht die Einzigen sind, dass es nicht an ihnen liegt, dass sie einfach nicht gut genug, nicht schnell genug, nicht effektiv genug, nicht was auch immer genug sind, sondern dass wir da einfach am Anfang alle im gleichen Boot sitzen. Ja, also ich finde es wirklich wunderbar. Und also eine Sache möchte ich so irgendwie nochmal anders darstellen. Also es gibt diejenigen, die gucken jetzt und denken, nee, der Job ist schlecht, das System ist schlecht, ich will aufhören. Und ich denke, wir sagen beide, hör einfach auf, it's okay. Aber ja. Es gibt diejenigen, die sagen, das System ist wirklich schlecht, der Beruf ist anstrengend, aber ich liebe es. Ich möchte wirklich mit Herz und Seele Ärztin oder Arzt sein. Und für diese Menschen ist Sabine da. Und bin ich auch da? Wir möchten wirklich, dass du weitermachst, denn es ist deine Bestimmung und deine Berufung wahrscheinlich, wenn du dieses Gefühl in dir hast. Und wir möchten dir und Sabine natürlich mehr Tools geben. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, eigentlich in den meisten Ländern der Erde ist Medizin, also nach dem Studium, mit einem Mentoring-Programm. Es gibt nicht so, geh einfach und mach das und wenn du das nicht schaffst, bist du doof. Das gibt's einfach nicht. Also ich weiß es nicht. Vielleicht irgendwo in Afrika, wo keine Ärzte gibt, aber so in den normalen, so wie jetzt UK, Australia, keine Ahnung, US, da gibt's immer einen Mentor. Für vielleicht 5, manchmal 6 Jahre und da gibt's Leute, die dir dabei helfen und die auf dich aufpassen, bis du halt zu dem Punkt kommst, wo du keine Hilfe mehr brauchst. Und das dauert, bei dem einen dauert es 1-2 Jahre, bei dem anderen dauert es 4 oder 6. Menschen sind unterschiedlich. Also es ist ganz normal. Es ist nichts, was jetzt, keine Ahnung, aus dem Aal kommt. Also das, was Sabina macht, es ist was hier fehlt einfach. Ja. Ich verstehe es nicht, es fehlt. Und deswegen bin ich so dankbar, dass du diesen Schritt gehst und dass du das machst. Das brauchen wir unendlich. Und ich hoffe wirklich, dass es wirklich ganz vielen Ärzte in Deutschland erreicht und vielleicht auch in anderen Ländern, aber so hauptsächlich in Deutschland, die sowas brauchen und die viel mehr leisten können, bin ich mir 100% sicher. Du bist einfach nicht dumm. Wenn du dieses Studium geschafft hast, wenn du diesen langen Weg gegangen bist, dann bist du einfach, das kann nicht sein. Du bist nicht dumm, du bist nicht schwach, du bist nicht, was weiß ich, was man dir erzählt. Du bist mega. Du brauchst vielleicht ein bisschen hier und da noch Unterstützung und deswegen finde ich es wirklich toll, was du machst, Sabine. Danke nochmal vom Herzen, dass du auf diesen Gedanken gekommen bist und dass du auch den Weg weitergehst. Wirklich danke, ja, und das ist, ich glaube auch im Namen aller Patienten, ja, ich hatte letzte Woche, mein Schwiegerpapa war in der Notaufnahme und war im Krankenhaus und ich dürfte wieder, weil das vergisst man total. Wenn man Arzt ist, vergisst man total, dass es eine andere Seite gibt. Und wenn man von der anderen Seite guckt, wo man, also selbst Patient oder eines von Angehörigen, dann ist man unendlich dankbar für Menschen, die für dich in so einem Moment da sind. Ich bin Arzt, meine Frau ist Ärztin und wir waren beide mit der Situation einfach überfordert und waren sehr dankbar für jedes Lächeln. Für jedes Wort, für jeden und jede, die uns da unterstützt haben. Also wirklich. Für jeden menschlichen Kontakt, oder? Ja, das ist total. Nämlich das Ding. Da sind wir wieder bei dieser Menschlichkeit, ja. Es geht um diesen menschlichen Kontakt, der da ist. Und es fällt ganz vielen jungen Ärzten schwer, zu sagen, da hole ich einen Oberarzt dazu oder wie erkläre ich das oder wie sage ich das oder wie sage ich, dass ich in Ausbildung bin, ja? Indem du es einfach sagst. Die Leute kriegen das ja mit und das, wofür sie dir dankbar sind, ist Menschlichkeit. Und das, was die Leute brauchen, ist Menschlichkeit, weil sie haben eine Ausnahmesituation. Und die einzige Situation, in der Patienten keine Menschlichkeit brauchen, ist eine Reanimationssituation oder eine Bewusstlosigkeit, ja? In allen anderen Fällen ist Menschlichkeit wichtig.
heißt nicht, dass deswegen man das andere nicht machen soll. Ne? Das heißt nicht, dass man den anaphylaktischen Schock mit Streicheln behandeln kann. Ja, das meine ich nicht. Es geht darum, das gleichzeitig und dabei zu machen. Und einfach Mensch zu sein, der Arzt ist. Ja. Und du hast gesagt, Deutschland und Österreich, ne, sind eine der wenigen Länder, wo du nach dem Studium einfach so fertig bist. Sogar Lehrberufe haben eine Berufsschule und einen praktischen Part, ja, über Jahre hinweg. Und wir glauben, Arzt funktioniert nach ein paar Wochen Praktikum, Formulatur und PJ, wo du in Wahrheit im PJ auch nur hinterher rennst und nicht eigenständig wirklich was tust. Das funktioniert halt nicht. Und das von Leuten zu erwarten und jungen Menschen zu suggerieren, dass sie das aber können müssten, finde ich total gefährlich. Ich habe gestern mit einem Kinderarzt und Mann gesprochen, der am Anfang auch Kinderchirurgie gemacht hat, kennen wir beide, ne, Aaron, der auch gemeint hat, diese Erwartungshaltung, dass man am Anfang alles kann und dass es am Anfang funktioniert, führt bei vielen dazu, dass sie sich nicht trauen, zu sagen, wenn sie etwas nicht wissen oder wenn sie glauben, einen Fehler gemacht zu haben. Und das ist Patientengefährdung. Und das ist aber die Aufgabe dann tatsächlich von Oberärzten oder von anderen Ärzten, auch den Rahmen zu bieten, Unsicherheiten anzusprechen und Fragen anzusprechen. Ne? Und das ist die wahre Stärke dahinter. Ärzte müssen wissen, was sie können, und Ärzte müssen wissen, was sie nicht können und wo ihre eigenen Grenzen sind. Und das finde ich total wichtig. Und du hast vorher was gesagt, nämlich, ob es in Ordnung ist, wenn Leute aufhören. Ja? Wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, ja, wo wir wirklich sagen, wir haben es ausprobiert und derjenige möchte einfach nicht. Ja, und sagt, okay, ich habe das für mich durchgespielt, ich möchte aufhören. Dann finde ich es von Herzen schade, weil der hatte den Grund, sich dafür zu entscheiden, das zu studieren. Medizin studiert man nicht zufällig. Ja, das passiert nicht. Daher finde ich es von Herzen schade und ich finde es in Ordnung. Und es gibt auch viele Bereiche, die man mit Medizinstudium machen kann, ohne im klinischen Patientenkontakt zu sein. Das ist völlig in Ordnung für mich. Schade finde ich es dann, wenn die Leute es nicht ausprobiert haben. Ja, wenn sie einfach aufgegeben haben, ohne auszuprobieren, was sie selber machen können. Und da sage ich nicht, dass alle, die aufhören, nichts probiert haben, sondern sie haben ihren eigenen Handlungsspielraum ausgeschöpft. Und da will ich nur sagen, hey Leute, es gibt einfach noch mehr. Es gibt ganz sicher noch andere Dinge, die man probieren kann und die ich gerne mit euch probieren möchte. Und das andere ist, ich möchte gerne, und das ist meine Überzeugung, ich möchte, dass jeder Einzelne der Arzt sein kann, der er immer sein wollte. Ich glaube, jeder von uns hat so ein Bild im Kopf gehabt, wie er sein will, welcher Arzt er sein will, für sich, für seine Patienten, für seine Familie. Ja, was für ein Arzt möchtest du sein? Und da will ich hin. Da will ich hin, dass du der Arzt sein kannst, der du sein möchtest. Und da sind wir nicht alle gleich, weil Ärzte sind nicht so eine Gussform und genauso ist der richtige Arzt, ja, sondern ich bin ich als Ärztin und ich bin anders als du und es ist völlig in Ordnung und beide sind wir großartige Ärzte und ich möchte auch niemanden in eine Form pressen, sondern ich möchte da sein, ich möchte unterstützen, ich möchte Hilfestellung geben und ich möchte zugucken können, wie jeder Einzelne der Arzt werden kann, der er selber sein will und das ist möglich und das ist auch in unserem System möglich und wir haben den geilsten Job dieser Welt, ja, und das will ich einfach, dass ihr nicht vergesst. Finde ich super, was du jetzt gesagt hast. Das ist in unserem System auch möglich. Es ist tatsächlich so, ja. Aber ich denke, wir können, Sabine, wir können stundenlang reden. Wir gucken halt einfach, wie das Feedback ist und vielleicht, wenn es erwünscht ist, dann machen wir noch ein zweites Interview, wenn die Sabine auch damit einverstanden, weil du hast jetzt auch zum Beispiel Thema Fehlerkultur und so, da können wir, glaube ich, stundenlang drüber reden. Ich möchte aber wirklich, jetzt ist schon fast eine Stunde rum, möchte dir eine letzte Frage stellen. Wenn du heute Sabine, die jüngere Sabine treffen, ja, einen Tag nach der Approbation, was würdest du ihr sagen? Was würdest du ihr mitgeben? Mein erster Impuls war zu sagen, gib nicht auf. Aber das ist es überhaupt nicht, was ich meine, sondern es ist dieses, sei du selbst. Geh los für deine Überzeugung. Du hast studiert, weil du was im Kopf hattest, wie du sein willst. Und genau so sei. Sei du. Ja. Und
Ich glaube, etwas, was da mit dazu gehört und unweigerlich damit verbunden ist, ist, ein Erfolg ist ein Erfolg ist ein Erfolg ist ein Erfolg ist ein Erfolg. Du musst nach dem Studium nicht fertig sein. Du bist nach dem Studium nicht fertig. Du hast nach dem Studium dieses wunderschöne Blatt Papier, auf dem steht, dass du jetzt Arzt sein darfst. Und das darfst du werden. Und da darfst du dich entwickeln. Und jeder Step, den du meisterst, ist ein Erfolg. Und jeder Step gehört gefeiert. Und es geht nicht nur darum, ganz am Ende perfekt zu sein oder jetzt schon zu glauben, ich müsste an diesem Punkt sein, sondern jeden Step zu gehen, jeden Step zu feiern und dein Ding draus zu machen. Wunderbar. Sehr, sehr schön, Sabine. Vielen, vielen Dank wirklich, dass du heute da warst, dass du mit uns auch das alles geteilt hast. War wirklich wunderschön. Und an allen, die auch zugucken, die Links von Sabine werde ich schon in der Beschreibung einpacken. Guckt mal bei ihr, folgt ihr auf Instagram, guckt, checkt euch für euch das Mentoring-Programm von ihr, wenn es was für euch ist. Und gebt uns bitte Feedback. Wir sind sehr dankbar. Und nochmal, Sabine, vielen, vielen Dank, dass du für das alles, was du machst und dass du heute bei uns bei Dr. University dabei warst. Vielen Dank und vielen Dank, dass du auch zugeschaut hast. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.